Eins meiner großen Ziele im Leben ist es, eine neue Bärenart zu entdecken. Also meine eigene. Was zum Teufel passiert hier? Wir müssen das unterbinden. Schon gut. Keine Sorge, das ist einfach nur ein Gespräch mit einem Fremden. Sie geht sicher gleich zur Arbeit. Ich sollte jetzt zur Arbeit. Du könntest natürlich zur Arbeit gehen, in dein alltägliches Leben. Oder... Oder was? Wir schnappen uns unsere Fahrräder und fahren. Nur heute packen wir unsere Existenz bei den Hörnern und leben einfach den Tag. Okay. Oh, nein, 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 nein! Super. Darf ich? Was ist das? Dieses Gefühl zwischen uns. Ist das echt? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich will das genauer herausbekommen. Nein, er wurde ihm wohl schon entfernt. Ja. Er ist nicht aufzuhalten. Wir müssen das Date ruinieren. Lassen wir es regnen. Bin dran. Regensequenz eingeleitet. Komm, Mason, lass uns lieber gehen. Warte. Oh, Scheiße, wir haben ihn attraktiver gemacht. Du hast mich geöffnet. Hast mich auferstehen lassen. Und mit deiner Erlaubnis, ich möchte, dass du mich küsst. Was soll die Scheiße? Ich habe 15 Wege gefunden, wie wir diesen Mason töten können. Erstens, wir erschlagen ihn mit einem Armboss. Zweitens, ich habe eine Klavierfabrik im 9. Stock in einem... Nora wäre durch unseren Mord an Mason wahrscheinlich ein klein wenig traumatisiert. Das mit den beiden wird langsam ernst. Ist bestimmt nicht so wild. Die kennen sich erst seit gestern. Naja. Du bist meine Seele. Du bist der Sinn meines Herzens. Aber ich muss dir etwas sagen. Was? Ich will die Schnurrevolution weiter verbreiten. Heute Abend fliege ich nach China. Ich binde ein Ende der Schnur an die iPhone-Fabrik in Shenzhou und das andere an die Songgu-Pagode auf dem Gipfel des Heiligen Berg Song. Das dauert mindestens 6 Wochen. Oh. Gut, er verschwindet. Dann sehen wir uns, wenn du wieder da bist. Da liegst du falsch. Ist jetzt die Zeit. Ergreif die Chance. Sei meine Muse. Komm mit nach China. Okay. Okay. Okay, okay. Okay, okay. 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 Ja. Okay. Nora kann Sam nicht küssen, wenn sie 6 Wochen in China ist. Wir brauchen Sanjays Hilfe. Nein, die brauchen wir nicht, weil ich das gerade geregelt habe. Was? Ja, sie fliegen nicht. Hier. Der Flughafen von Zhengzhou in China, der bereits mehrfach für seine Architektur ausgezeichnet wurde, ist bei einer schweren Überschwemmung zerstört worden, welche laut Wissenschaftlern eigentlich unmöglich ist. Ich befürchte, dass unser Studio ebenfalls überschwemmt werden könnte, aber in diesem Fall wäre es durch eine Flut meiner Tränen. Wow, das ist ja super! Flughafen zerstört. Leider sind auch viele... Alle Flüge bis auf Weiteres gestrichen. Oh, das ist aber schade. Ich wollte gern mit dir fliegen. Und ich mit dir. Aber für den Augenblick bleibt die Schnurtheorie weiterhin eine Schnurhypothese. Nice. Oh, ja, ja, ja. Ich glaube, Mason verlässt Lauras Wohnung. Was ist los? Ich weiß nicht, wo ich ab jetzt wohnen soll, Laura. Wie meinst du das? In Vorbereitung auf meine Reise nach Shenzhou habe ich meinen irdischen Besitz eingelagert und meine Wohnung gekündigt. Ich bin ein Mann ohne Obdach. Ein obdachloser Mann. Wieso bleibst du nicht für eine Weile hier? Laura, oh Gott, danke! Oh, vielen Dank. Das ist doch verrückt. Wäre diese Reise nicht abgesagt worden, wären wir nie zusammengezogen. Das war göttliche Fügung. Vielen Dank.